Psychologie mit dem Titel Mut steht dir gut, wird uns Wiebke Seefeld etwas zur Angst bei Kindern erzählen. Dankeschön. Es liegt mir doch auf der Zunge. Ich glaube, ich muss einfach nochmal sagen, in dieser Uni wird die Psychologie auch als Naturwissenschaft gezählt. Aber durchaus auch als Geisteswissenschaft anzuerkennen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen ein bisschen was erzählen zu können über ein DFG-Projekt, was wir hier an der Uni Braunschweig in Zusammenarbeit mit der Uni Freiburg durchgeführt haben. Dabei geht es um soziale Angst bei Kindern. Ja, wer von Ihnen kennt das nicht? Der Chef sagt, Meier, nächste Woche brauche ich den Bericht. Schluck. Da muss ich mich rechtfertigen. Das könnte schiefgehen, ich könnte Fehler machen. Oder Frau sieht diesen super toll aussehenden Typ an der Bar stehen. Den würde ich ja gerne ansprechen, nur wie soll ich das machen? Das kann ja nur in die Hose gehen. Oder aber man wird gebeten, einen Vortrag vorzuhalten. Es können ein paar hundert Leute kommen. Man soll möglichst was Interessantes, Unterhaltsames sagen. Hat eine Woche Zeit und direkt im Anschluss wird das auch noch bewertet. Ich denke nur, die wenigsten Leute gehen wirklich lässig in solche Situationen. Ein bisschen Lampenfieber gehört auch dazu. Und ab und zu sind wir wahrscheinlich alle mal ein bisschen schüchtern. Was haben diese Situationen gemeinsam? Es sind Situationen mit anderen Menschen oder Leistungssituationen. Man könnte bewertet werden, man kann sich peinlich verhalten und man möchte natürlich möglichst gut dastehen. So ein hochroter Kopf oder Schweißflecke, zittrige Hände, zittrige Stimme oder Atemprobleme kommen dann natürlich nicht so gut an. Jetzt möchte ich gerne mal fragen, wer von Ihnen ist nicht schüchtern? Bitte mal melden. Okay, lassen Sie ruhig die Arme. Sie hier vorne, Sie haben sich nicht gemeldet. Würde ich Sie bitten, kommen Sie nach vorne und erzählen Sie mir. Wahrscheinlich schief. Und genau das sind diese Gedanken, die sozial ängstliche Kinder fast ständig haben. Von sozialer Angst spricht man dann, wenn Schüchternheit zum Problem wird. Das heißt, man kann gewisse Sachen nicht machen, obwohl man die eigentlich ganz gerne machen möchte. Ein Beispiel, Petra, 5. Klasse, Matheunterricht. Petra ist sehr schüchtern. Der Lehrer stellt eine einfache Frage, 5 plus 7. 15 Kinder melden sich. Ist ja langweilig. Petra meldet sich nicht, Petra meldet sich nie. Der Lehrer denkt, gebe ich ihr mal eine Chance, ich spreche sie direkt an. Petra, weißt du die Antwort? Petra erstarrt, spürt ihr Herz klopfen, keine Antwort. Der Lehrer wird ungeduldig. Mensch, Petra, das ist doch total einfach, du musst das doch wissen, 5 plus 7. Petra merkt, wie die Röte in ihr Gesicht steigt, Schweiß breitet sich aus, sie senkt den Blick, keine Antwort. Der Lehrer wird sauer, Mensch, Petra, so geht das nicht, ich muss unbedingt mal mit deinen Eltern sprechen. Andere Situation zu Hause, die Mutter schlägt ihr vor, Mensch, Petra, willst du dich nicht mal verabreden, hast du lange nichts gemacht, ruf doch mal irgendwen an. Petra wird bockig, nee, die sind alle doof, knallt die Tür. Nicht selten reagieren sozial ängstliche Kinder zu Hause im gewohnten Umfeld aggressiv. Denn was geht in Petra vor? Natürlich möchte sie sich gerne treffen. Sie wüsste auch mit wem. Sie würde sich gerne mit Beate treffen. Aber die sagt ja sowieso nein. Die will eh mit jemand anders spielen. Auf den Kindergeburtstag ist sie auch nicht gegangen. Die anderen Kinder hätten eh nicht mit ihr spielen wollen. Und wenn sie sich beim Kuchenessen bekleckert hätte, oh Gott, no way. Also bleibt sie lieber zu Hause, spielt alleine mit ihrem Computer. Diese große Angst und Aufregung setzt diese Kinder unheimlich unter Druck, sodass Aufgaben häufig misslingen und schwere Aufgaben oder vermeintlich schwere Aufgaben auch gar nicht angegangen werden. Dann setzt sich ein Teufelskreis in Gang, das heißt, die Kinder können nicht lernen, wie es ist, positive Erfahrungen zu machen. In Deutschland sind etwa 5-10% der Kinder von sozialen Ängsten betroffen. Diese Zahl variiert je nach Studie. Was man jedoch allgemein sagen kann, ist, dass soziale Angst eine der häufigsten Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen ist. Traurig daran ist, dieses Problem verschwindet meist nicht von alleine, sondern bleibt bis ins Erwachsenenalter meist erhalten.
Zudem bildet es ein erhöhtes Risiko für andere Krankheiten wie Depressionen, Alkohol- und Drogenmissbrauch und Ähnliches. Diesen Kindern sollte man helfen, finde nicht nur ich, sondern fanden auch Frau Professor Heinrichs und Frau Professor Tuschenkaffee, die dann diese DFG-Studie ins Leben gerufen haben. Wir haben in dieser Studie 4 Fragestellen untersucht. Weil ich nur 10 Minuten Zeit habe, möchte ich einfach nur berichten über das Gruppentraining, was wir für sozial ängstliche Kinder angeboten haben. So haben wir das Training in der Studie durchgeführt. Wir haben uns 12 Mal